Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Fußballmanager 13. Als nächstes steht eine ja, bissige Begegnung an. Und zwar müssen wir nach unserer kleinen Taktikumstellung, was ich eigentlich nur ungern mache, da die Taktik, oh geil, Taktik nicht so, also das System nicht so eine große Rolle spielt, aber anscheinend brauchen die Jungs doch so ein paar Anstupser. Und vorne vor allen Dingen wieder mehr Durchschlagskraft. Habe ich mir gedacht, stellen wir das um. Und ja, jetzt müssen wir zeigen gegen die Löwen von 1860, dass wir hier doch noch aufsteigen wollen, würde ich sagen. Und dann gehen wir auch mal rein in die Partie. Das Hinspiel endete 2 zu 2 und wir nehmen ihnen jetzt den Spaß am Fußball. Nach 10 Minuten ist noch nichts passiert, nach 20 Minuten auch noch nicht und nach 30 Minuten führen wir 1-0. Hätte ja klappen können. Schade. Okay, Halbzeit 0-0. Erstmal nichts angebrannt hinten. Sehen wir es erstmal so. Noch so eine Halbzeit, dann können wir wieder mal stolz sein. Wobei mich ein Unentschieden, ganz ehrlich. Mit der Offensivpower, die wir jetzt hier auf dem Platz haben, ist ein Unentschieden deutlich zu wenig. Müssen wir doch irgendwie, müssen wir die Löwen knacken können. Dazu muss der Herr Weiß eigentlich auch mal anständig spielen. Ach so, 55, okay. Kedira für Blankenburg und Brooks. Steerman, obwohl der natürlich außer Form ist, aber es wird schon. Max Nicou, ehemaliger Herr Tane. Ui, komm schon, Ramos, Lasogga, irgendeiner. Kommt schon. Jawoll! Geht doch. Es geht doch. Spät, aber immerhin. Kai Laferty ist verletzt. Ja, es steht das Länderspiel gegen die Niederlande an. Oh, jotte, jotte, jotte. Gott segne mich. Oder so ähnlich. Damit gehen wir auf jeden Fall mit dem Sieg in die Länderspielpause. Das kann uns erstmal keiner nehmen. Simulierter und simulierter und simulierter. Bayern auf Meisterkurs vor Dortmund, Schalke, Stuttgart, Bremen, Freiburg. Ja, so läuft das hier mal. In dem Geschäft läuft das hier so. Wir sind das jüngste Team in der zweiten Bundesliga. Ja, das ist ja auch meine Philosophie, ne? Meine Damen und Herren, so möchte ich gern Fußball spielen. Hier setzen wir jetzt auch die Ausweichtaktik um und gucken auch mal, dass wir da komplett neu anfangen. So, Carroll im Tor. Links Kuhn. Rechts. Jut. Bird. Evans. So, ich glaube Ferguson. Dann hier hin. Brandt hier hin. McCourt hier hin. Eieieiei. Tuck. So. Sieht doch soweit gar nicht mal so schlecht aus. Davis. Mouly. Cullen übernimmt dann das linke Mittelfeld. Connor Wickham den Lasogga-Part. Boyce den Ersatzstürmer.
Donnelly den hier. George den offensiven Mittelfeldspieler. Tufi. Nee, komm. Megard. Duffy. Öffne Taktik. Mikert bitte. Und Mikert. Boys außer Form. Das passt mir nämlich eigentlich gar nicht. Aber naja, haben wir halt keinen Stürmer mit dabei. Und dann würde ich sagen, wir haben noch gar nicht geguckt, was der Gegner macht. Eine Niederlage ist, denke ich, nicht abzuwenden. Über die Höhe müssen wir reden. Khachabali Fadi spielt in dem System sogar, das ist wunderbar. Dann hat der Systemwechsel wenigstens ein was Gutes. Pekarik mangelt es auch an Motivation. Das geht mir langsam auch so ein bisschen auf den Zeiger. 1-0 für Nordirland. 1-1. Läuft doch bisher ganz gut. System scheint doch echt mal ein bisschen Brisanz mit sich zu bringen. So, der kriegt auch noch eine Massage. Dam, dam, dam. Jo, wie wechseln wir denn? Was haben wir denn hier? Steven Davis. Kann defensiv, kann links. Ja, dann haben wir den Wechsel schon mal geklärt. Zack. Ja, die anderen können wir jetzt gar nicht wechseln, oder? Jawohl, der kann hier im Sturm doch was bekühlen. Der kleine Pirat. Und den letzten Wechsel lassen wir uns mal auf. Jawohl, Junge. Überragend. Da putzen wir mal eben die Niederländer weg. Das gibt's ja gar nicht. 6 Punkte, da oben kommen wir eh nicht mehr ran, aber dadurch haben wir uns die Chance bewahrt, Dritter zu werden in der Gruppe. Das ist ja, pfui, hätte uns vorher einer zugetraut. Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Lusti mit seinem 4. und 105 Länderspiele. Jaschwili, Kobi Jaschwili hat schon einiges auf dem Buckel. Und ich habe den scheiß Timer nicht angemacht. Ich bin doch so ein Vollhonk. Ja. Ich bin schon ein Vollhonk. Jetzt kann ich nur ungefähr sagen, muss ich ungefähr einschätzen, wie die Zeit war. Uff, ist halt schwer. Könnte dann also passieren, dass der Part ein bisschen was kürzer ist. Es könnte aber auch sein, dass der Part ein bisschen Überlänge hat. Wow, um 1 Punkt verbessert. Überragend, Junge, überragend. Oh Mann. Tok. 69, 74, Kopfballpräzision, die müsste eigentlich schon sitzen, Junge. Was ist los?
Was ist los mit dir? Was ist los? Hallo? Der sieht doch sehr interessant aus. Innenverteidiger. So, machen wir nochmal hier in der zweiten Mannschaft ein paar Gesprächschen. Also du musst stärker werden. Sehr verbessert. Du musst stärker werden. Du hältst dich gut für dein Alter. Du musst vor dem Tor cleverer werden. Dim, 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 dim. Max Zimmer, vorm Tor bitte cleverer. Sire, wie geht's dir, Familie? Herr Neuendorf, bitte, wie geht's dir, Familie? Und Herr Fadi, ja, sehr verbessert. Ja, ich weiß, das ist nicht so, aber ich muss hier irgendwas sagen. Das Spiel gegen Litauen nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Blub. Dann wird der Part halt was länger. Meine Güte, ist ja jetzt auch nicht so dramatisch. Ist ja nicht so dramatisch. Jetzt, wo es doch gerade so ein bisschen läuft, hätte ich gern den Erfolg mitgenommen. Lion Boys. Steven Davis, den tauscht mit Front. So, Cullen in den Sturm. Das haben wir noch gelernt. Ansonsten stimmt das soweit. Kann man doch weiterlegen. Bitte so ein ähnliches Spiel wie gegen die Niederlande. Dann dürfte hier Litauen auch machbar sein. Sehr gut. Läuft, Junge, läuft. Zumal der eine schon ein Eigentor hat und eine gelbe Karte, der wird bald ein bisschen keinen Spaß mehr haben. Vielleicht auch noch vom Platz fliegen. Sauber, Junge, sauber, Junge, sauber, sauber. War okay. Duck, 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 duck. So, dann bekommst du mal eine Auszeit. Du mal eine Auszeit und du wirst zur Vorsichtsmaßnahme geschützt. Ein 2-0 sollte doch wirklich nichts mehr schief gehen. 2-1, oh. Habe ich den Mund mal wieder zu voll genommen, wa? Puh, sehr gut. Sauber, Jungs. England-Slowakei 1-1. Sowohl
Weiß als auch Pekarik haben gespielt. Sehr schön. So kann es weitergehen. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich mit Nordirland? Würde mich echt mal... Muss schon sagen, also ich hätte aus den zwei Spielen niemals mit 6 Punkten, so überzeugenden 6 Punkten gerechnet. Also bei den kleinen verrückten Nordiren hat auf jeden Fall die Systemumstellung gefruchtet. Müssen wir nur noch auf die Hertha übertragen. Das Spiel gegen Bochum wurde ja abgesagt, okay. Das heißt, das braucht man nicht mit reinnehmen, das hätte ich jetzt eh nicht genommen. Würde ich mal sagen, beenden wir für diesen Part den Part, logischerweise. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.